Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Karrieremodus mit PSG. Yo, wir sind kurz davor, ja, dass wir die Winterpause haben. Eigentlich haben wir schon die Winterpause, wir überwintern also quasi auf dem ersten Platz bei der Ligue 1. Und ja, das bedeutet für uns auch, dass die Transferperiode wieder startet. Das ist insofern sinnvoll für uns, dass wir ja, neue Spieler holen können. Wir haben aktuell 18 Millionen verbleibendes Budget. Und ja, ansonsten könnten wir noch ein paar Spieler verkaufen. Das ist jetzt die Frage, was machen wir? Verkaufen wir ein paar Spieler oder verkaufen wir keine Spieler mehr? Ich habe keine Ahnung. Thiago Motta, der ist bei uns bisher überhaupt nicht eingesetzt worden. Wenn der noch irgendwie verkauft werden könnte, das wäre hervorragend. Ansonsten können wir ja nochmal gucken. Thiago Silva ist... Ja, er ist ein guter Junge, aber leider auch ein bisschen zu alt mittlerweile. Also 34 Millionen, wenn wir 34 Millionen für den Jungen noch kriegen könnten, wäre das eigentlich hervorragend. Ansonsten können wir hier nochmal ganz kurz durchschauen. Ich weiß es nicht. Ibra wollen wir sowieso noch ein bisschen halten. Pastore, Marquinhos. Eigentlich sind das die Spieler, die wir eigentlich alle brauchen. Hier ist ein Bahebeck, hier ist Sabali, Maxwell ist auf der Transferliste, Augustin, ob wir den brauchen, ich weiß es nicht. Also, ja, ich finde es im Moment schwierig, irgendwie zu sagen, so, den brauchen wir definitiv nicht, den brauchen wir nie und so weiter. Es ist halt echt, so richtig zufrieden bin ich mit dem Team nicht, muss ich sagen. Ich habe allerdings auch keine Verbesserungs- Vorschläge oder Wünsche. Coquelin hat in den ersten Spielen ziemlich gut überzeugt, aber hinterher war das dann eher schwierig. Also da müssen wir nochmal schauen, was vielleicht noch passiert. Eventuell werden wir noch den einen oder anderen Spieler verkaufen können. Ja, wir werden erstmal ein bisschen noch weiter trainieren. Hier in Di Maria werden wir trainieren, damit er noch ein bisschen besser wird. Ich denke mal, dass er tatsächlich El Rondo oder Chancenerarbeitung, wir machen mal Chancenerarbeitung machen wird. Ein Reus könnten wir noch ein bisschen trainieren, auch wenn ich da auch nicht glaube, dass der noch so groß Potenzial hat zur Verbesserung. Pogba ist natürlich ganz klar, der ist immer dabei, der muss immer dabei sein. Ich denke mal, Defensive 1 gegen 2 ist okay. Mittelfeldspieler Rabiot, von dem halte ich eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, dass der echt tatsächlich noch ziemlich stark werden könnte in unserem Spielstand. Ansonsten, ja... Ich denke mal, Zuma könnte auch mal wieder ein bisschen was machen. Hier, so, alles simulieren. Judy, auf jeden Fall ist jetzt unsere Überlegung, was machen wir? Wen verpflichten wir noch zusätzlich? Sollten wir überhaupt noch jemanden verpflichten? Und so weiter und so fort. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Verlauf der Saison, aber auch nicht total unzufrieden. Also, es ist halt echt so eine Sache. Und ich wüsste jetzt... theoretisch nicht, wen wir noch irgendwie reinnehmen könnten. Wir können ja nochmal ganz kurz unser Hauptteam zusammenstellen. Mit einem Ibra natürlich vorne, mit einem Reus hier. Di Maria meinetwegen rechts. Eventuell wäre vielleicht tatsächlich noch ein ZOM, ein guter, richtig guter ZOM möglich. Aurier ist eigentlich auch einer der Stammspieler, obwohl Van der Wiel mir fast besser gefallen hat, muss ich sagen. Van der Wiel können wir ja mal hier auf der Bank setzen. Marquinhos hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen und Kusawa ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also eigentlich haben wir ja ein ganz gutes Team zusammen. Marquinhos setzen wir mal auf die Bank auch. Aber für wen? Für Motta. Für Motta auf die Bank. Ja, ist halt echt eine ganz schwierige Sache in meinen Augen. Aber wir schauen jetzt einfach erstmal, was denn eventuell für... Angebote noch reinkommen und dann können wir ja immer noch entscheiden, was wir machen und wen wir dann dafür als Ersatz verpflichten. Wir haben noch ein Spiel offen. 27. Dezember haben wir jetzt. Ich gucke mal ganz kurz, ob im Kalender noch was eingetragen ist, was danach kommt. Ansonsten machen wir das Spiel dann definitiv am 8. Januar ist dann das erste Spiel wieder. Also geht es tatsächlich weiter hier. Toulouse hätten wir noch. Ja, also gegen wen spielen wir jetzt hier? Gegen, ja, Nizza
Okay, gegen Nizza müssen wir sowieso ran. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in dieser Folge noch ein Spiel machen. Definitiv. Und dann gucken wir einfach mal in der Transferperiode, was denn noch so passieren könnte. Ihr könnt mir ja Vorschläge in den Kommentaren machen, was wir denn noch für Verpflichtungen tätigen könnten, rein theoretisch. Also wir haben jetzt aktuell 18 Millionen zur Verfügung. Eventuell geht noch ein Thiago Motta. Eventuell gehen noch ein paar andere, je nachdem, was für Angebote reinkommen. Schreibt einfach in die Kommentare und dann werde ich mir das durchlesen und dann werden wir dann in den nächsten Folgen dann definitiv entscheiden, was denn da so gemacht werden wird. Wir spielen auf jeden Fall gegen den Fünftplatzierten, gegen den OGC Nizza. Haben bisher eigentlich anscheinend eine ganz gute Saison hingelegt. Wir machen mal kurz die Vorschau. OGC Nizza empfängt PSG, was nicht nur ein Spiel zwischen Rivalen ist, sondern auch vorentscheidend an der Tabellenspitze sein kann. Den Spitzenreiter erwartet ein wirklich würdiger Gegner, einer der wenigen in dieser Liga. Mit einem Sieg würde PSG dem Titelgewinn ein Stückchen näher kommen und so weiter und so fort. Im Moment sind wir wirklich in Topform, sage ich in einem Interview. Ich hätte das, glaube ich, so nicht formuliert, aber naja, wir werden schauen, wie es wird. Ich denke mal, wir sehen uns dann gleich in dem Spiel. Ich schau mal ganz kurz. Aurier kann spielen. Kusawa kann spielen. Ich denke mal, dass wir Silva jetzt einfach mal reinnehmen. Und Marquinhos reinnehmen. Dann spielen die auch wieder. Ne, Marquinhos ist noch ein bisschen verletzt. Dann lassen wir den erstmal. Dann machen wir Umtiti und Silva. Coquelin lassen wir drin. Oder wir machen es ein bisschen offensiver mit Pastore. Komm, wir machen mal ein bisschen offensiver. Dann können wir ja immer noch wechseln, wenn es dann zu offensiv wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel wird. Ich denke mal, dass ich jetzt das Spiel starte und dann sehen wir uns gleich im Stadion. Hallo hier im Stadion bei der Ligue 1 Partie OGC Nizza gegen PSG. Wir spielen im Waldstadion. Ausnahmsweise spielen wir mal in Frankfurt und nicht in Frankreich. Ja, sehr gut. So, hier sehen wir auch schon unseren, ja, quasi neuen wieder. Nach seiner Verletzung ist er wieder am Start. Oder war verletzt, glaube ich. Und hier sehen wir die Aufstellung von OGC Nizza. So werden sie gegen uns antreten. Es sollte eigentlich ein schlagbarer Gegner sein. Ganz große Namen sind da nicht. Traoré sieht man, Mondi, Ben Arfa. Ansonsten ist es eher für mich eine No-Name-Truppe, die aber trotzdem, glaube ich, so überdurchschnittlich gut ist. Aber mit dieser Truppe, die wir haben, sollte man das eigentlich schaffen. Hier sehen wir die Aufstellung und eigentlich sollten wir da wirklich was hinkriegen. Beste Auswärtsbilanz haben wir. Wir haben 6 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, haben damit 20 Punkte, sind damit auf dem ersten Platz, wie auch insgesamt. Und naja, unsere Star-Truppe hier im Bild, auch Ibrahimovic, ja, die wir sollten eigentlich ein bisschen was erreichen. Aber ich bin gespannt, wie das Spiel so laufen wird und ob der OGC Nizza uns irgendwie das Wasser reichen kann und wird. Es wird auf jeden Fall eine spannende Partie, denke ich mal. Umtiti holt sich den Ball, sehr gut. Verratti weitergelegt auf Pastore, der sieht Ibrahimovic, der sich durchkämpft und durchboxt, aber holt, ist am Start und kriegt noch das Bein an den Ball und klärt zur Ecke. Ecke jetzt für uns. Pogba trifft und schießt und macht was, aber das war nix. Und Pastore schießt und Hassen hält. Oh, da ist Hassen recht schnell wieder ins Tor gegangen und konnte den Schuss von Pastore glänzend halten. Sehr gut. Wieder Ecke für Paris. Wird es wieder so gefährlich wie eben auch? Man weiß es nicht. Reus mit dem Kopf, aber schade. Schade, schade, schade. Es gibt aber weiterhin Ecke. Die nächste Ecke, die dritte Ecke in Folge. Vielleicht jetzt wieder. Irgendwas Spannendes. Reus, schade. So, Le Marchand auf Boutmer. Spielen ein bisschen viel hinten rum, die Jungs von OGC Nizza. Ob das nicht negativ ausfallen könnte, wie jetzt zum Beispiel. Tja, da muss er leider den Ball weit wegschlagen zum Einwurf. Reus jetzt mit dem Einwurf auf Aurier. Aurier rüber auf Verratti. Schön rüber auf Pastore. Pogba auf Reus. Auf dem rechten Flügel. Reus. Jetzt vielleicht mit der Flanke. Schöne Flanke, aber war ein bisschen zu weit auf Di Maria. Schade. Aber wir passen sehr gut auf. Schön von Di Maria. Schön wieder auf Pastore. Pastore. Er sieht Reus. Reus. Wieder zurück auf Pastore. Und der verliert den Ball leider fast. Das nimmt natürlich wieder Zeit von der Uhr und ja, die Möglichkeit weg
für einen schnellen Konter. Das ist leider ein bisschen bitter. Aber Pastore, jetzt nochmal auf Reus. Ein schlechter Ball. Schlecht vorgelegt auf Reus. Den hätte Pastore viel, viel besser spielen müssen eigentlich. Oh, stark. Stark, Pastore. Er geht voll durch und das ist nicht das Tor. Oh mein Gott. Pastore, wie kannst du den vergeben? Hier sehen wir es nochmal. Ibra duckt sich sogar noch weg und dann an den Außenpfosten. Leider diese Riesenchance nicht versenkt. Da kommt Paris teilweise nicht hinterher. Aber jetzt wird irgendwas gepfiffen. Ich weiß nicht was. Warum wird denn hier gepfiffen? Das war anscheinend ein Foul. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe leider gar nichts gesehen. OGC Nizza jetzt mit dem Freistoß, aber der geht voll vorbei. Überhaupt kein Problem für Kevin Trapp. So, Trapp mit dem Abstoß auf Pogba. Der sichert sehr gut die Bälle, während Pastore sie dann danach immer wieder verliert. Ich glaube, das ist abgesprochen. So, Ben Arfa. Aber Pogba hat auch Ben Arfa gegen sich. Es ist klar, dass er da die Bälle schön holen kann. So, jetzt vielleicht der schnelle Gegenzug von Di Maria. Schön auf Pastore. Hervorragend. Was macht Pastore? Legt auf Reus. Der legt weiter auf Di Maria und Di Maria trifft 1:0. 1:0 für Paris Saint-Germain. Sehr, sehr schön gespielt. Endlich mal auch ein guter Pass von Pastore auf Reus. Der ist zwar nicht so gewesen, wie man sich das gedacht hat, aber er kam an auf Reus. Und Reus hatte dann die Möglichkeit, entweder selber abzuschließen oder das Ding eben zu machen. Und hier sieht man Pastore sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht in die Schnittstelle. Und Reus hat noch das Auge für Di Maria. Er hätte auch selber abschließen können, aber Di Maria war einfach besser positioniert. 1:0 in der 33. Minute. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Sehr, sehr schönes Tor. Und Nizza bisher immer noch ohne große Chance. Aber vielleicht kommt das noch. Pien. Wir wissen ja, dass Paris ein bisschen Probleme hat, wenn sie führen. Dass sie da gerne mal voll daneben liegen. Und Gegentore kriegen und da ist es fast. Da ist es fast. Kevin Trapp ist aber zur Stelle und hält den Ball bravourös. Ecke jetzt für OGC Nizza. Mal gucken, was sie daraus machen. Oh, Trapp mit Unsicherheiten. Und es geht wieder zur Ecke. Diese Ecke hätte man eigentlich verhindern können. Aber Trapp wurde ein bisschen gestört, auch vom eigenen Mann, von Verratti. So, weitere Ecke. Und Pogba sichert sich den Ball. Oh, stark von Ibra. Geht voll ran gegen Seri. Piet. Auch hier geht er voll ran. Schön gemacht auf Reus. Reus kann weiterspielen auf Verratti. Der auf Pogba. Riesenchance. Riesenchance von Pogba. Das hätte er gerne mal auch zum 2:0 nutzen können. Sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr schön gehalten vom Torwart von Nizza. Ecke jetzt auch wieder Pogba. Mal gucken, was passiert hier. Oh, schade. Riesenchance, Riesenchance. Leider drüber. Reus. Aber Reus sieht nicht Pastore da freilaufen, sondern macht einen, tja, komischen Pass. Oh, schön von Seri gekriegt. Jetzt Traoré. Traoré, was macht er mit dem Ball? Schöne Flanke. Trapp hält und da ist... Oh Gott, was eine Chance. Riesige Chance für Nizza zum Ausgleich. Oh mein Gott, wie kann man diese Bälle denn vergeben? Der erste Ball hervorragend gehalten von Trapp. Und der zweite Ball geht an die Latte. Da war er selber ein bisschen überrascht. Scheinbar. Und das wäre fast der Ausgleich gewesen. Und die erste wirklich große Chance für Nizza. Und dann auch fast der Ausgleich. Schön geklärt. Aurier, sehr schön. Reus. Jetzt geht's hoffentlich schneller voran. Ah, schlechter Ball von Pogba. Hat Ibra gesehen, aber das soll egal sein. PSG führt jetzt mittlerweile nur mit Glück. Immer noch 1:0. Die einzige wirklich große Chance für Nizza wurde, ja, unglaublich, unglücklich vergeben. Und das hätte auf jeden Fall das 1:1 sein müssen. Ansonsten, ja, Paris ist klar besser, muss man sagen, hat die besseren Chancen und führt im Grunde, wenn man diese andere Chance außen vor lässt, ja, völlig zu Recht mit 1:0. Aber es muss hier noch was passieren. Wir kennen unsere Pariser Mannschaft, wir kennen Paris Saint-Germain und die lassen gerne mal ein Gegentor zu. Deswegen muss hier auf jeden Fall noch was passieren. Ansonsten wird es dann doch nochmal echt schwer. Nizza kriegt weiterhin den Ball. Traoré, der ist gut. Der ist nicht schlecht hier im Spiel. Ben Arfa mit dem Schuss. Und wieder
Wieder der Pfosten und die nächste Chance von Plea an den Pfosten. Oh mein Gott, das hätte auch wieder das 1-1 werden können. Hier, jetzt sieht man, dass Nizza kann und will. Aber sie haben das Glück einfach im Moment nicht. Paris macht ein sehr, sehr gutes Pressing. Und vielleicht sollte es mal endlich schneller gehen für Paris. Oh, sehr schöner Ball auf Reus. Reus, Reus, Reus. Schön auf Pogba, das ist es. 2-0. Wieder eine Vorlage von Marco Reus. Oh, was ein Ding. Marco Reus hätte sogar die Chance gehabt, selber abzuschließen. Hat aber den heranlaufenden Pogba gesehen. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Er hätte reinziehen können und vielleicht selber den Treffer erzielen können, aber er sieht den freien Paul Pogba, der das 2-0 macht. Und damit ist es eigentlich relativ sicher hier in dieser Partie, dass Paris eventuell wohl gewinnen könnte und gewinnen wird. Sind eigentlich grundsätzlich stärker, auch wenn Nizza nicht zu verachten ist in ihren Offensivaktionen. Aber so richtig, richtig, richtig zwingend ist das alles nicht, was Nizza hier macht. Tor war ziemlich frei draußen hier. Schön. Schön auf Reus, der schießt. Und da, riesige Chance von Marco Reus. Sehr, sehr gut gesehen von Ibra. Oder Pastore, ich bin mir nicht sicher, dass Reus sich freigelaufen hat. Ich glaube, Ibra war es. Sehr, 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 sehr schöne Chance von Marco Reus. Nimmt ihn direkt und ja, leider am Tor vorbei. Pogba auf die Maria. Pogba wieder. Sieht Ibra, der auf Pastore legt. Ah, super gehalten von Hassen. Mal wieder. Also so langsam kann man sagen, es ist absolut verdient, wie sie hier spielen. Pastore wieder. Oh, das war abseits leider. Das war abseits. Ja, ich denke mal, auch ein höherer Sieg würde jetzt für Paris langsam, langsam, langsam verdient sein. Da kann sich Nizza überhaupt nicht beschweren. Oh, Pastore. Sehr schön. Ibra. Wieder auf Pogba. Der auf Pastore. Der auf Ibrahimovic und Hassen hält. Hassen hält. Was ist denn das? Ibra vergibt. Frei vom Tor. Der Ball war natürlich schwer zu nehmen. Muss man zugeben. Aber er vergibt. Der Keeper ist auch nicht so sicher jetzt gerade wieder. Und jetzt wieder der Konter. Piet. Was passiert hier noch? Was passiert hier noch? Schöne Flanke! Und das ist wieder der Pfosten und das Ding ist doch drin. Der Nachschuss ist drin. Der Pfostenschuss geht direkt wieder zurück zu Ben Arfa. Was ist das für eine riesen Flanke gewesen? Da kommt keiner mehr hin und Ben Arfa versenkt dann den Nachschuss. Aber wieder ein Pfostenschuss. Was ist denn da los bei Nizza? Da hat Paris tatsächlich manchmal Glück. Das Spiel ist zu Ende. Paris Saint-Germain gewinnt 2-1 und sie hätten auch gut und gerne höher gewinnen können. Allerdings hätten sie auch verlieren können. Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Partie. Also Paris war eher im Unglück. Genauso war es aber auch Nizza. Nizza hatte sehr, sehr viele Pfosten- und Lattentreffer. Mit ein bisschen mehr Glück hätte da auch das eine oder andere Tor mehr fallen können für Nizza. Allerdings auch Paris Saint-Germain, die auch ihre Chancen nicht unbedingt gut nutzten. Letztendlich so im Großen und Ganzen war das 2-1 definitiv verdient für Paris Saint-Germain. Und damit bauen sie natürlich ihre Führung in der Ligue 1 definitiv aus. Also Meister könnte man hier werden in Paris und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Das muss man ganz klar sagen. Also ein schönes Spiel war es gewesen. Wir gucken uns nochmal ganz kurz an, was die Bewertungen so gegeben haben. Pogba ist der Spieler des Spiels. Silva war nicht ganz auf der Höhe. Umtiti hat es rausgerissen. Ansonsten ja ganz solide. Eine solide Bewertung. Reus war auch einer der besseren Spieler heute. Also sehr, sehr gut alles gelungen, was Paris hier gemacht hat. So, mit diesem Spiel sind wir jetzt auch vorbei. Also wir haben das Spiel gespielt. Wir haben doch ziemlich gut gewonnen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Hauptsache gewinnen, egal wie. Und ja, in der nächsten Partie wird es dann gegen, wir schauen mal ganz kurz, gegen. Nächste Dings. So, gegen Bastia gehen. SC Bastia. Warte mal, SC Bastia? SC Bastia. Sind das Franzosen? Ernsthaft? Tatsache, ey.
Ich hätte SC Bastia eher nach Italien eingeordnet. Naja, gegen SC Bastia wird es gehen. Ich denke mal, das werden wir simulieren. Sie sind der 20. der Tabelle. Das wird dann eher uninteressant, denke ich mal, für das Spiel. Der nächste Gegner danach wird dann sein Toulouse. Toulouse könnte interessant werden, denke ich. Auf welchem Platz sind die? Ja, 11. Platz. Ich glaube, da, das ist noch im Rahmen. Da könnte man auf jeden Fall nochmal ein Auge zudrücken. Jedenfalls kommt ja sowieso erstmal noch ein weiterer Spieltag. Dann werden wir entscheiden, ob die in der Top 10 sind und ob wir deswegen auf jeden Fall gegen sie spielen. Ansonsten werden wir in den nächsten Folgen natürlich auch ein paar Transfers machen. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr schreibt noch ein paar Leute rein, die wir uns leisten können. Und vielleicht nochmal mit einem Zehner obendrauf. Also wir haben 18 Millionen Budget. Mit einem Zehner obendrauf haben wir, ja, 28, vielleicht 30 Millionen Budget. Dafür können wir uns ein bisschen was holen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wen wir uns denn gönnen können und ja, wen wir vielleicht auch verkaufen sollten. Und dann werden wir dann in den nächsten Folgen dann erstmal schauen, wie es denn weitergeht mit den Transfers. Ich werde mal noch ganz kurz die Spielerentwicklung machen. Ich werde noch mal ein paar Leute trainieren. Reus, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er einfach gar nichts wird hier. Pogba muss auch ein bisschen noch was machen. Präzisionspass, Flügelwechsel, Chancenerarbeitung kann er machen. Auch Rabiot darf, glaube ich, gerne Chancenerarbeitung machen. So, da ist er nämlich nicht so doll bei. Und für das, was ich ihn, für das ich ihn einsetzen möchte, bräuchte das eigentlich. Coquelin darf defensive 1 gegen 2 machen. Und ich denke mal, dass wir auch hier wieder einen der Spieler machen oder vielleicht Kusawa. Kusawa ist kurz vor dem Besserwerden, deswegen machen wir den auch mal ganz kurz. So, simulieren wir mal eben. Mal gucken, was da so passiert. Sehr schön. Coquelin hat sich auch ziemlich gut verbessert. Das freut mich. Sehr schön. Okidoki. Damit hätten wir diese Folge beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann ja, ein bisschen Transfers machen und so. Also macht es gut und ciao. That shit, just let me go. Oh, was and tastemakers make us.